Der Vorläufer aller Lancer. Die erste Generation. Lancer bezeichnet in der englischen Sprache einen französischen Lanzenreiter, der die Vorhut einer Kavallerieeinheit bildet. Dieses Auto steht seit 1977 für die Speerspitze all seiner Modelle, die nachher auf den europäischen Markt kommen. Der Name Lancer stützt sich auf eine inzwischen über 30-jährige Modellhistorie mit bislang 9 Generationen und weit über 700.000 verkauften Fahrzeugen in Europa. Rennfahrer, Fahrausbilder und Moderator des DSF-Testkommandos. Mitch Schmidländer bekommt es mit einem Oldie zu tun. Einem Lancer 1200 mit 55 bescheidenen PS und Hinterradantrieb. Seine Neugier ist groß, denn diesen Wagen hat er noch nie gefahren. Ausprobieren daher ein Muss. Das ist einfach. Puristisch, aber hat Stil und vor allem kein Gebimmel. Gut, Schluss. Fehlanzeige. Die 55 japanischen Pferdchen haben den Wagen damals immerhin auf 150 Kilometer pro Stunde gebracht. Diese erste Generation überzeugt mit den für japanische Verhältnisse typischen Vorteilen. Günstige Preise ab 9.000 D-Mark, eine gute Verarbeitung und eine reichliche Ausstattung sollten das Auto schon damals attraktiv machen. Linker Hebel macht klack klack, hat keine 100 Funktionen, sondern nur Scheibenwischer dazu, off, on und fast und low. Mehr gab es damals. Und sogar eine Innenluftumwälzung. In deutschen Autos damals nicht vorhanden. Das ist wieder was, wo man heute wieder findet, und zwar Raucherpaket. Damals war der Zigarettenanzünder wahrscheinlich extra. Aschenbecher gab's, aber Zigarettenanzünder war extra. Wir haben die heizbare Heckscheibe als extra. Und dann war es das schon. Eine Hupe, hier pumpt vorhin. Was heute für Mitch spartanisch aussieht, war früher eine Luxusausstattung, wie zum Beispiel die höhenverstellbaren Kopfstützen. Und nach 30 Jahren Entwicklung wird aus einem bescheidenen Familienwagen eine heiße Rennmaschine mit viel Power. Der Evolution im Jahr 2008. Seit 12 Jahren ist Uwe Nittel Werksfahrer von Mitsubishi. Er darf die Rallye-Fahrzeuge mitentwickeln. Die Philosophie eigentlich von der Evo-Technik ist verrückt. Man hat immer nie ein nagelneues Auto entwickelt, sondern immer Feinheiten verbessert. Und man sieht es, wir sind insgesamt 4-mal Weltmeister geworden mit dem Fahrzeug. Und es spricht ja schon Sprache für sich. Wenn man so Erfolg hat im Sport, kann man in der Serie dann auch nicht so falsch sein. Uwe Nittel ist schon seit 1996 bei Mitsubishi. Er soll dort Siege einfahren und aus dem Fahrzeug in der Entwicklung das Beste rausholen. Aus einem Lancer 1300 GLX aus dem Jahr 1995 wird ein Evo 3, das heißt die schon dritte Evolutionsstufe des Rallye-Fahrzeugs mit internationalem Anspruch. Was damals noch verändert werden durfte, weiß der Fahrer am besten. Unser Rennlancer unterscheidet sich gegenüber von 10 Fahrzeugen gleich nicht groß. Der Motor ist identisch wie die Serie. Man darf nur den Chip verändern. Daher haben wir auch eine Leistung von 270 PS. Die Felgen müssen Serie sein, man darf andere Reifen benutzen. Die Bremsanlage ist auch identisch wie das Serienfahrzeug. Man hat bloß spezielle Bremsbeläge darin. Der Innenraum sieht eigentlich ziemlich wild aus mit den vielen Rohren. Aber die Sicherheitseinrichtungen darf man verändern und man braucht sie auch im Motorsport. Es sind spezielle Rennsitze in diesem Fahrzeug für viel Seitenhalt. Man hat eine Sicherheitseinrichtung drin. Es sind insgesamt über 30 Meter Stahlrohr. Sonst aber, man sieht es hier, überall nur Dämmmaterial, es sind überall die Sitze drin. Alles ganz normal wie ein Serienauto. Hinten zum Kofferraum, man sieht eine Änderung, man hat hier einen Spezialtank drin, das ist ein Sicherheitstank.
dass beim Unfall nicht die Gefahr besteht, dass der normale Tank auseinanderbricht, hat man hier eine spezielle Gummiblase installiert. Mitsubishi ist es gelungen, ein Fahrzeug auf die Räder zu stellen, das inzwischen sehr erfolgreich geworden ist. National und international. Das gilt auch für Uwe Nittel, der in seiner Klasse Vize-Weltmeister geworden ist. Es ist wohl für jeden Fahrer etwas ganz Besonderes, in einem Evo-Modell Rennen zu fahren. Natürlich bin ich damals 96 engagiert worden für die Gruppe N-Weltmeisterschaft. Und für mich war es eine große Freude und Ehre. Ich bin speziell von anderen Herstellern hergekommen, von anderen Fahrzeugen, bin in den Evo reingesessen. Und von null weg habe ich mich wohlgefühlt und habe auch gleich gemerkt, wo die Schnelligkeit von dem Fahrzeug liegt und vor allem die Potenzial, damit man Rennen gewinnen kann. Und ja, es ist in der Zwischenzeit eine große Liebe, die Evo. Um ein ganz klares Bild zu bekommen, fahren die beiden Kontrahenten nun gegeneinander. Es fehlen nur noch die Fahrer. Der eine ist Mitch Midländer, der andere ist Mitsubishi-Werksfahrer Uwe Nittel. Vize-Weltmeister von Produktionsfahrzeugen in der N-Klasse. Ort der Challenge, eine 500 Meter lange Teststrecke des Dekra-Geländes am Lausitzring. Okay, Uwe, los geht's. Die Gerade runter, einmal durch den nassen Kreisel durch, gegengerade hoch. Wer zuerst durchs Ziel fährt, hat gewonnen. Okay, abgemacht. Rechts der Evolution, links der Subaru WRX. So, jetzt haben wir vom Menü her neue Gegner, der Reloader, der Subaru. Und jetzt wird man mal schauen, ob wir gelingen. Der erste Gang ist aber kurz. Da haut er mir ab, der Mitsubishi. Da muss ich kämpfen jetzt. Der Evolution gewinnt also die Challenge, wie Patrick Simon vorhersagte. Ja, immer zwei Hammer. Aber warum ist der Evolution so erfolgreich? Die WRC sind Mitsubishi immer noch Maß der Dinge. Der PWRC, also der Produktionswagen-Weltmeisterschaft, geht der Weg eigentlich nicht an Evos vorbei, an die Mitsubishis vorbei. Und ja, momentan führt man auch in der Weltmeisterschaft. Und man sieht schon, es ist die richtige Richtung. Jetzt mit dem neuen Evolution, das wird nächstes Jahr sicherlich eine neue Herausforderung. Und bin mir auch sicher, dass man da die gesteckten Ziele wieder erreichen kann. Eine kleine Verschnaufpause und Ehrenrunde hat sich der Sieger nun verdient.